Ja, hallo, hier ist wieder der Chris aus dem Schnallballkanal mit einem neuen Waage-Wiege-Video. Ja, wir haben hier heute das Ehrmann Grand Dessert in der, ja, Doppel-Schock-Variante, in der Schock-Stracciatella, in der Schoko und in der leeren Variante. Ja, Doppel-Schock haben wir hier. Das Ganze soll wiegen, wie die anderen auch, 190 Gramm. Ja, 190 Gramm. Da wollen wir doch mal schauen, ob das Tatsache so der Fall immer ist. Dafür haben wir hier eine wunderbare Waage und wir haben hier ein noch viel wunderbares Testgewicht, was 100 Gramm auf der Waage zum Wiegen bringt. Ja. Das zum Testen. Jetzt kommen wir auch schon gleich zum Wiegen. Hier haben wir einen leeren Grand Dessert Becher. Der wiegt auch noch was, und zwar 8,3 Gramm. Das Ganze machen wir auf Null. Und nun können wir auch schon mit dem Wiegen hier anfangen. Fangen wir mal an hier mit dem Doppelschock, mit extra viel Sahne, verfeinert mit Ariba-Kakao. Ich kann nicht mehr. So, jetzt haben wir hier einmal die 190,15 Gramm, das sind ja 0,15 mehr. Ich kann es kaum mit Worten mehr hier beschreiben. Also Grand Dessert, Schock, Stracciatella. Und hier haben wir jetzt 191,39 Gramm. Das ist ja noch viel schöner. Und zum Schluss hier haben wir Schoko wieder auch verfeinert mit Ariba-Kakao. Und auch das packen wir hier auf die Waage hinauf. Und da haben wir 190,5 Gramm Manometer nochmal bei Ehrmann. Die können ja wiegen. Das ist ja unfassbar schön. Ja, jetzt machen wir die Waage aus. Wir wollen ja Strom sparen. Und ich sage hier im Namen des gesamten Schnallballkanals Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal beim Wiegen, euer Chris.